Möchte mit euch eine Stelle teilen, eine sehr bekannte Stelle aus dem Epheserbrief Kapitel 6 ab Vers 10. Ich finde diese Stelle sehr, sehr aktuell, weil wir in einer Zeit leben, wo unterschiedlichste Kräfte auf uns einwirken, um uns vom Weg abzubringen. Deshalb ist es umso wichtiger, dieses Einmaleins des geistlichen Kampfes zu beherrschen. Paulus spricht hier am Ende des Epheserbriefes, eines starken Briefes, den Apostel Paulus geschrieben hat, einer der stärksten Briefe, den Paulus geschrieben hat. Am Ende schreibt er solche Worte. Im Übrigen, meine Brüder, Schwestern natürlich mit einbegriffen, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, auch stehen bleiben könnt oder euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in allen Ausharren und Fürbitten für alle Heiligen. Bis hierhin, bis Vers 18. Paulus macht hier etwas deutlich. Wir leben in einer geistlichen Welt. Die Welt, in der wir leben, besteht nicht nur aus Fleisch und Blut, nicht nur aus sichtbaren Dingen, sondern hauptsächlich aus unsichtbaren Dingen. Und die wichtigsten Dinge werden nicht im Sichtbaren entschieden, sondern im Unsichtbaren. Unser größter Kampf ist nicht im Sichtbaren, sondern im Unsichtbaren. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir diese Dinge hier anlegen. Die Waffenrüstung Gottes ist nämlich unsichtbar. Ja, man kann sie in gewisser Weise sehen, wenn man sie praktiziert, aber viele Dinge, die Paulus hier erwähnt, oder über die er spricht, die sind unsichtbar. Die Waffen sind unsichtbar. Das ist keine Waffe, die ich wie ein Schwert zeigen kann, sondern das sind Waffen, die unsichtbar sind. Gegen was richtet sich unser Kampf? Und merkt hier, Paulus sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften. Welche Herrschaften? Gegen die Herrschaften jetzt hier in diesem Leben, Politiker, so nein. Er spricht hier von dämonischen Mächten, von Herrschaften, von Mächten, von der dunklen Macht, die permanent darauf ausgerichtet ist, um Menschen zu Knechten gefangen zu nehmen, um Menschen zu binden. Sie ist nicht darauf aus, um zu lösen. Christus löst. Der Feind bindet. Und er zählt hier einige Dinge auf, die sind, das, manchmal bringt es sogar Angst über mich. Manchmal registriere ich gar nicht, dass ich in so einer Welt lebe. Herrschaften gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das sind Geister. Das sind Mächte, die uns für das Auge unsichtbar sind. Aber sie wirken definitiv und machen ihre Arbeit nicht nur unter Menschen, die Christus nicht kennen, sondern auch unter uns, die wir Christus kennen. Und deshalb sagt Paulus, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr, wenn der böse Tag kommt, und solche böse Tage kommen
Nach meinem Gefühl kommen sie immer öfter. Wenn so ein böser Tag kommt oder wenn solche Zeiten kommen, wo wir angegriffen werden, damit wir Widerstand leisten können. Und nachdem wir alles ausgerichtet haben, nachdem wir gekämpft haben, dass wir auch stehen bleiben können. Also Ziel ist nicht einfach nur zu kämpfen, Ziel ist nicht einfach nur Kräfte zu verlieren, sondern das Ziel ist, stehen bleiben zu können, ja? Standhaft bleiben zu können. Und dazu brauchen wir die ganzen Waffenrüstungen Gottes. Lenden, das ist die Wahrheit. Wir sollen in Wahrheit leben. Wenn wir nicht in der Wahrheit leben, dann sind unsere Lenden nicht umgürtet, unsere Hüften sind nicht umgürtet mit Wahrheit. Brustpanzer der Gerechtigkeit, in Gerechtigkeit leben, Dinge gerecht tun. Ich gehe mal ganz schnell durch. Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis des Evangeliums. Wenn wir das Wort Gottes bezeugen, sprechen, wenn wir über das reden, was wir mit Christus erleben, das ist ein Schutz für uns, das sind Waffen gegen den Feind. Zeugnis geben ist eine sehr, sehr starke Waffe. Wenn ich zum Beispiel das Wort Gottes proklamiere, bekenne, Dinge ausspreche, dann bringt es nicht nur euch was, sondern mir persönlich als Ersten bringt das was, weil ich das Wort Gottes reflektiere, es durch meine Gedanken lasse und ausspreche, proklamiere, ausspreche. Das ist eine Waffe. Da hat der Feind Angst davor und kann uns nicht angreifen. Schild des Glaubens. Unser Glaube ist ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug. Wenn wir ständig nur in Zweifeln leben, wenn wir ständig nur Angst haben, wenn wir ständig nur alles hinterfragen und niemals Glauben haben, dann sind wir angreifbar. Dann sind wir wie ein Krieger, der kein Schild hat. Und wie werden wir die feurigen Pfeile des Feindes auslöschen können, wenn wir keinen Glauben haben? Wenn wir aber den Glauben haben, Glauben an Christus, Glaube an sein Wort, Glaube an seine Verheißungen, Glaube an das, dass er uns niemals verlassen wird, dann ist das ein aktives Schild, welches die feurigen Pfeile des Feindes auslöschen wird. Es wird sie nicht nur auffangen, sondern auslöschen. Und nehmt auch den Helm des Heils. Heilsgewissheit ist auch sehr wichtig. Ich höre immer wieder von Christen, die sagen, wir wissen ja nicht, ob wir gerettet sind. Brüder und Schwestern, wir brauchen eine Heilssicherheit. Natürlich sind wir auf Hoffnung hin gerettet. Ja, Paulus schreibt im Römer Kapitel 8, dass wir alle auf den Tag warten, wenn wir zur vollen Sohnschaft hineinkommen. Ja, wo die ganze Schöpfung sehnt sich danach zu diesem Tag, wo die Erlösung stattfindet. Natürlich sind wir auf Hoffnung hin gerettet. Es ist noch nicht alles abgeschlossen. Wir sind noch unterwegs. Aber das bedeutet nicht, dass wir keine Heilssicherheit haben dürfen. Ich weiß, darf jetzt schon wissen, wenn ich zu Christus gehöre, dass ich gerettet bin, dass ich erlöst bin, dass ich im Himmel jetzt schon eingeschrieben bin. Obwohl ich hier auf dieser Erde mich noch befinde, ist mein Name im Buch des Lebens schon eingeschrieben. Und wenn ich diese Heilssicherheit nicht habe, wenn ich permanent nur Zweifel habe, bin ich gerettet oder nicht, macht das alles Sinn oder nicht, werde ich zum Schluss im Himmel sein oder nicht, wenn ich das nicht habe, dann habe ich keinen Helm des Heils. Dann bin ich wie ein Krieger, der in den Kampf zieht, ohne einen Helm. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und viele Christen laufen so rum, ohne diese Heilssicherheit. Sie zweifeln, weil sie Dinge in ihrem Leben haben und sie kommen damit nicht zurecht und haben permanent diesen Zweifel und legen diesen Helm ab. Christus möchte, dass wir hier auch Zuversicht haben, dass wir hier Glauben haben, dass wir hier Sicherheit haben. Du bist gerettet, du bist ein Kind Gottes, du gehörst zu mir. Ich habe dich erlöst, ich habe für dich mein kostbares Blut vergossen. Du bist mein, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist jetzt schon ein Sohn, du bist jetzt schon eine Tochter. Und lebe in dieser Sicherheit, lebe in dieser Sicherheit des Heils. Jesus möchte das. Und wenn du das tust, dann hat der Feind hier keinen Angriff, weil du ein Helm des Heils hast. Du bist beschützt. Übrigens, diese Angriffe, die Gedankenangriffe, ob ich gerettet bin oder nicht, das sind auch unsichtbare Gedanken. Ja, die kommen, die gehen durch den Kopf, in dem Kopf. Dieser Kampf ist nicht sichtbar, der ist unsichtbar. Erst vor kurzem hatte ich mit jemandem darüber diskutiert, ja, wo der Mensch so verzweifelt ist, hat irgendwas gehört und ist so verzweifelt, er weiß nicht, ob er gerettet ist oder nicht. Und dann kommen Zweifel, dann kommt der Feind und er quält. Das sollte so nicht sein.
Wir dürfen in einer Heilssicherheit leben, denn Christus hat für uns alles getan. Und wenn du irgendwelche Dinge hast, die dich belasten, dann warte doch nicht. Befreie dich davon. Sprich das aus. Bete darüber. Sprich mit jemandem darüber. Befreie dich. Du brauchst dich nicht runterkriegen zu lassen vom Feind, der dir immer einredet, du bist nicht gerettet. Wir dürfen uns als Gerettete halten, immer, weil Christus für uns die Rettung geschaffen hat. Das ist die Heilssicherheit. Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Hier möchte ich mal unterstreichen, viele sagen ja, das Wort Gottes ist Kraft und Macht. Ja, das Wort Gottes ist stark und sehr viele Menschen verwenden das Wort Gottes, aber bei vielen Menschen wirkt das Wort Gottes nicht. Warum? Weil das Wort Gottes in Geisteskraft gesprochen werden muss. Und erst wenn Wort und Geist zusammenkommen, dann passiert etwas. Schaut mal, sehr viele Menschen verwenden das Wort Gottes, auch in der katholischen Kirche, evangelischen Kirche, überall wird das Wort Gottes gelesen, aber nicht überall hat das Wort Gottes die Wirkung, die es haben will. Die echte Wirkung geschieht nur dann, wenn das Wort Gottes durch den Geist Gottes geoffenbart wird, wenn das Wort Gottes flüssig wird für uns, wenn das Wort Gottes deutlich wird für uns. Und das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Er erklärt uns das Wort Gottes persönlich, für dich und für mich persönlich. Und wenn der Heilige Geist uns das Wort Gottes aufschließt, wenn wir die Wahrheiten erkennen, wenn wir die echte Perspektive vom Wort Gottes erkennen, dann öffnen sich unsere Augen für das Wort. Und dann fängt an, das Wort wirklich zu wirken. Dann ist es nicht einfach nur ein geschriebenes theologisches Buch, sondern das ist dein Leben, was verändert. Schwert des Geistes. Wenn wir Worte weitersagen in Predigten oder in Zeugnissen, dann soll es nicht einfach nur ein Wort sein, was ich einfach nur poste oder eine schöne Karte weitergebe. Nein, das muss ein Wort des Geistes sein. Das Wort, das du an den anderen postest, muss zuerst durch deinen Geist, muss zuerst durch dein Gebet, durch deine Gedanken, das muss ein Wort des Geistes sein. Es muss wie so ein feuriger Pfeil sein, der dann in das Herz des Menschen trifft, so wie Petrus am Tag des Pfingstfestes gepredigt hat. Und er hat eigentlich ganz einfache Worte gesagt, aber da kam eine Komponente dazu. Da kam der Geist Gottes dazu, da kam der Heilige Geist dazu. Und dann sagten die Menschen, das drang ihnen ins Herz. Ja, das steht im Apostelgeschichte Kapitel 2 oder 3. Das Wort drang ihnen ins Herz und sie sagten, was sollen wir tun? Versteht ihr, das Wort plus Geist ist diese Kombination, die dann Dinge im Leben von Menschen verändert. Deshalb nicht einfach nur Wort, sondern Wort des Geistes, also Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und Gebet. Nicht einfach nur ein Gebet, sondern Paulus konkretisiert hier auch Gebet und Flehen im Geist. Das ist auch eine sehr, sehr starke Waffe. Der Feind hat Angst, wenn Christen beten. Der Feind hat Angst, wenn Christen Wahrheiten proklamieren, wenn Christen Jesus verherrlichen, wenn Christus im Gebet zum Thron Gottes aufsteigen, Kraft danken, da hat der Feind Angst. Und nicht einfach nur ein Gebet, so 0815, ja. Frühgebet, Abendgebet, ich habe ja gebetet, nein. Sondern ein Gebet und ein Flehen, ein Gebet und Flehen, wie im Geist, im Heiligen Geist. Waffen. Wollen wir bestehen? Wollen wir siegreich sein? Dann müssen wir diese Waffen anwenden in unserem Leben. Gerechtigkeit, Wahrheit, Glaube, Heilssicherheit, ja. Das Wort Gottes, Stiefeln, Zeugnis geben, bekennen, das Wort Gottes bekennen. Mit jemandem das Zeugnis teilen, mit deinem Partner, Ehepartner, in der Gemeinde, wo du bist. Versuch, um überall das Wort zu teilen, wo du dich befindest. Das Wort hat eine Eigenschaft, es vermehrt sich. Und Gebet und Flehen im Geist, das ist eine sehr, sehr starke Waffe. Und die Kombination von allem, alle Waffen, das ist ein Krieger, ein geistlicher Krieger, vor dem die unsichtbare Welt Angst hat.
Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht. Christus ruft uns auf, einen Kampf zu kämpfen, einen guten Kampf des Glaubens. Wir können diesen Kampf nur dann gewinnen, wenn wir mit göttlichen Waffen kämpfen. Wie oft kämpfen wir mit unserem Gedanken, mit unseren Fähigkeiten auf fleischlicher Ebene und erleiden Niederlage. Erleiden Niederlage. Wir brauchen Gottes Waffen, Gottes Kraft. Deshalb ermutigt uns das Wort Gottes. Kämpft nicht mit fleischlichen Waffen, kämpft mit den Waffen, die Gott uns zur Verfügung gibt, stellt. Und wenn wir so kämpfen werden, werden wir Überwinder sein. Wir werden Sieger sein und Gott steht auf unserer Seite. Den größten Kampf hat nämlich Christus schon gekämpft am Kreuz von Golgatha. Und die Waffen, die er uns zur Verfügung stellt, das sind seine Waffen. Er stellt sich auf unsere Seite oder er hat sich schon auf unsere Seite gestellt und gibt uns die Kraft, diesen Kampf zu kämpfen. Bist du bereit? Der Herr segne dich.